und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Epirus. Und ich hoffe, man hört den Sturm nicht draußen. Also es stürmt schon wieder, wie letztes Mal. Und ja, ich glaube, letztes Mal hat man den Sturm nicht gehört. Oder nur ein paar Mal. Gut, hier mussten wir das weghauen. Minus 3 Nahrung. Schutz vor Agenten, das brauche ich da unten nicht. Die bekommen ein Update hier. Damit die Stadt auch, also vor allem hier, damit die Stadt echt wehtut, die zu erobern. Du bekommst nichts. Wolfpack, du bekommst auch nichts, leider. Hä, wieso hast du schon was? Wieso hast du was? Ah, die da können wir jetzt auflösen. Wobei, nee, noch nicht. Weil falls der in Singidunum noch ist. Eure Weisheit ist bekannt. Ja. Deswegen werde ich da auch nicht einschlagen. So. Das Schwert wurde gezogen und ist jetzt blutbefleckt. Beendet diese Fehde. Wir bieten euch heute Frieden an. Oder morgen das Schwert. Wie groß seid ihr denn? Die sind ja immer noch riesig, ne? Naja, also das da und das da haben die noch. Also die sind winzig. Bäuer, 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 Pergamon, Bäuer. Kriegerisch, aber verlässlich. Militärischer Verbündeter. Deren Forderung 6000. Nee, 6000 nehme ich nicht. Also gebe ich nicht dafür, dass ihr dann nicht von mir vernichtet werdet. Das macht ja gar keinen Sinn für mich. Sind es die Bäuer oder ist es die Konföderation? Ah, das sind die Bäuer, okay. Aber wieso bieten die mir den Frieden an, wenn ich gerade deren militärischen Verbündete angreife? Macht das Sinn? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich müssten dann die Bäuer versuchen, mit mir Frieden zu schließen. Und wenn das nicht ist, zügellose Piraterie, jage ich. Bienenzucht. Yay. So. Dann mache ich das hier. Und greife hier mal an. Automatisch oder machen? Nee, komm, das spielen wir. Das können wir ruhig spielen. Auch wenn ich bei diesen nicht so heftig, also bei Belagerungen bin ich nicht so heftig gut. Vielleicht, gerade ist, glaube ich, auch gestern. Gestern müsste das Video raus. Oh, es ist Winter! Geil. Cool, es ist Winter. Haha. Normalerweise greift man ja bei Winter nicht an oder hat früher nicht bei Winter angegriffen. So. Ich stelle mal für die Armee, die hier kommt, stelle ich mal hier die Dinger hin.
Hier ist natürlich auch kein guter Angriffsort, weil da sind 1, 2, 3, 4, 5. 5, fünf Türme gleich in Anschlag. Hier sind drei Türme. Ich glaube, ich greife von hier an. Und die zweite Armee greift von hier an. Weil hier ist wirklich sehr gut. Da ist es super heftig. Gut. Dann greife ich von hier an. Die Pikiniereinheiten sind halt wirklich nicht gut hier. Genau, was ich sagen wollte, das Let's Play von Jake und mir ist ja gestern rausgekommen und da hat aber meine Armee auch ziemlich platt gemacht Unsere Verstärkung ist eingetroffen. mit einer Belagerungsschlacht. Das war nicht ganz so geil. Das war echt nicht ganz so cool. Da hätte ich das eigentlich wirklich automatisch berechnen lassen sollen, weil das war ziemlich hoch. Die Berechnung. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Aber, ja, der hat eigentlich meine ganze Armee platt gemacht. Also ich hab's dann am Schluss doch geschafft. Aber es war halt richtig heftig. Das war richtig heftig. So. Warte, das da oben ist Nummer 1 und das da ist Nummer 2. So, du gehst hier ran, du gehst daran, du gehst daran, du gehst daran. Ich baue mal ein bisschen vor, bis die hier sind. Der hat sehr viel Fernkämpfer, das ist nicht ganz so geil. Ja, aber, nee, okay. Die sind eigentlich alle sehr angeschlagen. Die sind sehr angeschlagen. Okay, also, sobald die hier hinten ankommen oder bei der Beuge sind, dann fange ich mit der anderen Armee anzugreifen. Was interessant ist, warum die früher nicht im Winter angegriffen haben, war oder sehr lange Zeit nicht angegriffen haben, war, weil in der Winterzeit war Pause und dann im Frühling wurden meistens die Felder bestellt, Sommer wurde gekämpft und Herbst wurde dann wieder die Nahrung aus den von den Feldern geholt und dann Winter war Pause. Es gab ja zwar im Sommer und im Frühling und Herbst paar Plänkelereien, aber nicht wirklich große Feldzüge. Und das hatte zum wie soll ich sagen? Also das war damals so, weil die ganzen Soldaten waren keine Berufssoldaten. Also das war noch vor der Zeit von den beruflichen Soldaten, wie so zum Beispiel bei den Spartanern oder bei dem späteren Römischen Reich oder so. Und genau. Und ein wichtiger Vorteil war, beziehungsweise der Nachteil im Winter war einfach, dass die Armee einfach im Winter riesige Probleme hatten. Und ja, das war einfach
Und das war einfach dann, ja, blöd. Sag ich mal. So, wenn die, so, ja, im Winter einfach marschieren mussten, das war einfach, nicht vorteilhaft. Oh, die Armen, die sind ja nackig. Oh, die müssen ja sowas von frieren. Nackige Männer, das ist gay. So. So, dann die Fernkämpfer gehen noch ein bisschen vor. Wobei die meisten schießen hier schon. Das Krasse ist halt, dass man von hier unten echt schwer trifft. Das haben die ja schon richtig cool realistisch gemacht. Das ist halt, ja, du triffst halt kaum, wenn die da sind. Also klar, also man trifft schon manchmal was, aber es ist nicht so gut. Oder es ist nicht so. Man ist nicht so treffsicher, so. So, die gehen mal hier. Die greifen da an. Und die gehen dann dahin. Dann marschieren die mal schon mal vor. Soweit. So, das sieht doch schon mal gut aus. Was war das denn gerade? Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ihr geht mal davor, ihr geht davor. Dann du gehst als nächstes so. So,
sehr schön. Dann du als nächstes hoch. Und der Turm gehört mir. Jetzt sind die mal endlich da. Schon ziemlich am Ende der die guten. Warte, ihr braucht jetzt nicht mehr zu schießen. Gut, ihr beschützt mal hier die. Das Tor. Wir haben die Tore eingenommen. So, sehr gut. Ich erwarte eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit. Aufbrechen. Die kommt jetzt auch rein. Schön die Angeschlagenen motivieren, dann geht's auch. Die wollen nicht, oder? So. Sind da voran? Ganz gut, im Hotel. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Hä? Ach so. Dann komme ich mal mit der Kavallerie vorbei.
So, das ist doch schon mal gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, erstmal. Schade. Die sind davon gekommen. Ja, die haben ziemlich gelitten hier, die unten. Schade. Aber trotzdem, ja, die haben sich sehr, sehr gut geschlagen. Ich meine, alle über 100. Also, ja, fast. So, sehr schön. Aber sie haben überlebt. Ja, komm, plündern. Das brauchen wir ja nicht. Dann, warte, drei Linus. Warte. Kultur ist hier 4. Hier 6, okay. Okay, dann mache ich das Tempel des Zeus. Hier. Abreißen. Okay. Nee. Abreißen hier. Nee. Abreißen. So. Du bekommst nix. Du bekommst hier. Das bekommt da einen Kampfrhythmus. Das ist geil. Neuer Aufschwung. Du bekommst Kampfrhythmus. Kulturelle Konvertierung ist hier jetzt auch sehr wichtig. So, wie sieht's denn da unten aus jetzt? Seid ihr endlich soweit? Ihr seid soweit. Ui. So, jetzt sagt er, wir haben bessere Chancen. Aber das werde ich euch erst in der nächsten Folge zeigen. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Habt einen tollen Tag und ja, genießt ihn. Bye.